Hallo zusammen. Heute geht es weiter mit dem Thema Freizeitgestaltung. Und das Thema unserer heutigen Stunde heißt Freizeitangebote. So, dann wollen wir unsere Stunde beginnen. Jetzt öffnet bitte eure Bücher auf der Seite 252 und findet bitte Übung 2b. Was kann man in der Freizeit tun? Ergänzt das Accessoiregramm. So zum Beispiel Museen, Konzerte besuchen, in die Disco gehen. Stopp bitte jetzt das Video und erfüllt diese Aufgabe. Schon gemacht? Ganz gut, so dann gehen wir weiter. Und jetzt findet bitte Übung 2c auf der Seite 252. Hört, was die Jugendlichen gern in der Freizeit machen und ergänzt das Assoziogramm in der Übung 2b weiter. So, dann wollen wir den Text hören. Kapitel 7a Übung 2c Ich reise gern. Ich interessiere mich für das Leben anderer Menschen, für andere Kulturen, für Sehenswürdigkeiten. Man kann Museen besuchen, interessante Orte kennenlernen. Ich interessiere mich für Kultur. Museen, Theater, Volkskunst, Jugendkultur. Ich gehe gerne in Konzerte, Kinos, Theater. Das Wandern macht mir Spaß und ich wandere sehr gern. Wenn man wandert, kann man die Natur bewundern, auch besser die Umgebung kennenlernen. Ich interessiere mich für alte Burgen und Schlösser. Ich möchte wissen, wie die Menschen früher gelebt haben. Gut, jetzt dann stopp bitte das Video und erfüllt diese Aufgabe. Schon gemacht? Ganz gut, dann wollen wir prüfen. So kann man in der Freizeit Folgendes machen: Reisen, interessante Orte kennenlernen, Museen, Konzerte, Kinos, Theater besuchen, wandern und Natur bewundern, Burgen, Schlösser besuchen, Geschichte erlernen. Ganz gut gemacht, so dann gehen wir weiter. Und jetzt findet bitte Übung 2d auf der Seite 252. Welche dieser Freizeitaktivitäten gefallen euch am besten? Welche gar nicht? Und warum? Füllt dabei die Tabelle aus. Es gefällt mir nicht, es gefällt mir am besten. Und benutzt dabei bitte folgende Redewendungen. Diese Freizeitaktivität gefällt mir, weil. Diese Freizeitaktivität gefällt mir, aber nicht so sehr, weil. Diese Freizeitaktivität gefällt mir am besten, weil. So, dann haltet bitte das Video an und erfüllt diese Aufgabe. Schon gemacht? Ganz gut, so dann gehen wir weiter. Und jetzt findet bitte Übung 3a auf den Seiten 253, 254. Was ist für euch wichtig in der Freizeit? Antwortet auf die Fragen. Haltet bitte das Video an und äußert eure Meinungen.
Schon gemacht? Ganz gut, dann gehen wir weiter. Und jetzt findet wieder die nächste Übung, die Übung 3b, auf der Seite 254. Ordnet die Wörter im Kasten den Gruppen zu. Veranstaltungen und Kulturelles, Geschichte und historische Bauten, Landschaften, Freizeitparks und Gärten. Stopp bitte das Video und erfüllt diese Aufgabe. Seid ihr schon fertig? Ganz gut, dann wollen wir prüfen. Veranstaltungen und Kulturelles. Dazu gehören Kirchen, Museen, Theater, Konzerte, Kinos, Stadtrundgänge, Stadtrundfahrten und Ausstellungen. Geschichte und historische Bauten. Dazu gehören Burgen und Schlösser. Landschaften, Freizeitparks und Gärten. Dazu gehören Ausflüge, Parks, Tiergärten, Freizeitparks, typische Landschaften, Zoos, Ausflüge in die Berge. Ganz gut gemacht, so dann wollen wir weitergehen. Und jetzt findet bitte Übung 3c auf der Seite 254. Jetzt nehmt wieder zu diesen Freizeitangeboten Stellung. Zum Beispiel Rockkonzerte. Rockkonzerte sind nicht für mich. Die Rockmusik ist laut und anstrengend. Und außerdem sind die Eintrittskarten teuer. Die Rockmusik macht mir Spaß. Man kann zur Rockmusik tanzen. Und beachtet bitte auch die Wendungen im Kasten. Besuche ich nie, ist, sind nicht für mich, habe noch nie gehört, macht, machen mir kein Vergnügen. Leider nicht, tut mir leid, ich habe keine Lust. Haltet bitte das Video an und erfüllt diese Aufgabe. Schon gemacht? Ganz gut, dann gehen wir weiter. Und jetzt findet bitte Übung 3d auf der Seite 255. Welche Veranstaltungen besucht ihr gern in eurer Freizeit? Welche überhaupt nicht? Stopp bitte jetzt das Video und erfüllt diese Aufgabe. Schon gemacht? Ganz gut. So was zum Beispiel meine Meinung angeht, so besuche ich sowohl Theater als auch Museen. Seht bitte auf diesen Satz und sagt, was gibt es Neues hier? Vielleicht irgendwelche Wörter oder Konjunktionen? Ja, ganz genau. Hier haben wir eine Doppelkonjunktion. Sowohl als auch. Und das bedeutet как так. Я посещаю как театры, так и музеи. Heute sprechen wir über die Doppelkonjunktion sowohl als auch. Jetzt findet bitte Übung 1 auf den Seiten 281, 282. Lest und merkt euch, wie die doppelte Konjunktion sowohl als auch gebraucht wird. Übersetzt die Sätze ins Russische.
Stoppt jetzt das Video und erfüllt diese Aufgabe. Seid ihr schon fertig? Ganz gut, dann gehen wir weiter. Und jetzt findet bitte Übung 2 auf der Seite 282. Es wurde an 10 Mädchen und 10 Jungen aus der 9. Klasse die Frage gestellt: Was macht ihr in eurer Freizeit? Macht euch mit den Ergebnissen der Umfrage in der Tabelle bekannt. Analysiert sie. Was machen sowohl die Jungen als auch die Mädchen gern? Zum Beispiel, sowohl die Mädchen als auch die Jungen schreiben gern E-Mails. Haltet bitte das Video an und erfüllt diese Aufgabe. Schon gemacht? Ganz gut, dann gehen wir weiter. Und jetzt findet bitte Übung 3 auf der Seite 282. Macht jetzt in eurer Klasse eine kleine Umfrage zum Thema Meine Freizeitgestaltung. Schreibt die Resultate an die Tafel und bestimmt, was sowohl Mädchen als auch Jungen gleich gern machen. Zunächst schreibt aber die Ergebnisse der Umfrage in die Hefte. Wenn ihr keine Möglichkeit habt, eine Umfrage in der Klasse zu machen, könnt ihr euren Klassenchat benutzen. Haltet bitte jetzt das Video an und erfüllt diese Aufgabe. Schon gemacht? Ganz gut, dann gehen wir weiter. Und jetzt findet bitte Übung 4 auf der Seite 282. Antwortet auf die Fragen mit sowohl als auch. Zum Beispiel, wer spielt die Rolle im Theater? Schauspielerinnen oder Schauspieler? Sowohl Schauspielerinnen als auch Schauspieler spielen die Rollen im Theater. Stoppt jetzt das Video und erfüllt diese Aufgabe. Schon gemacht? Ganz gut, dann wollen wir prüfen. Sowohl Mädchen als auch Jungen machen gern Sport. Sowohl Schülerinnen als auch Schüler zeigen gute Leistungen in der Schule. Sowohl Männer als auch Frauen fahren mit dem Auto gut. Sowohl Frauen als auch Männer kochen gut. Ganz gut gemacht. Und hier machen wir für heute Schluss. Vielen Dank für eure Arbeit in der Stunde. Unsere Arbeit setzen wir in der nächsten Stunde fort. Tschüss und bis demnächst.